Den Predigttext für heute finden wir in Jesaja 52, 13 bis 53, 12. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird die Starken zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünder vielen, und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist heute Nachmittag gewissermaßen eine Premiere aus dem folgenden Grunde, dass wir normalerweise den Vormittagsgottesdienst um 10.30 Uhr streamen und dann diese Aufnahme vom Vormittag dann auch über Jahre hinweg hoffentlich in unserem YouTube-Kanal zu finden ist. Heute Vormittag gab es einen technischen Defekt. Wir wissen noch nicht genau, was die Ursache war. Und deswegen konnte heute Vormittag der Gottesdienst nur per Audio gestreamt werden. Und deswegen holen wir jetzt gewissermaßen die Aufnahme nach, die dann hoffentlich in den kommenden Tagen auch zugänglich ist. Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit und grüßen alle, die auch auf diesem Wege mit uns verbunden sind. Heute am Karfreitag des Jahres 2021. Der Predigttext, den wir eben gehört haben, ist ein Steckbrief. Beim Steckbrief kommt es ja darauf an, die Eigenschaften der gesuchten Person so genau wie möglich zu erfassen, so präzise wie möglich. Der fraglichen Person, die man sucht, so nah wie möglich zu kommen, typische Kennzeichen, Begleitumstände zu kennen. Und dabei verfolgt der Steckbrief immer ein eindeutiges Ziel: ausfindig machen der Person, ihre habhaft werden, am besten sie persönlich zu ergreifen. Als im Oktober 2011 in Augsburg ein Polizeibeamter erschossen wurde, da veröffentlichte die sogenannte Soko Stickel den folgenden Steckbrief. Einige Bilder von einer Tasche, einem Auto, einem Helm. Und dann hieß es dort: Wer hat nach dem 11.10.2011 das abgebildete Motorrad mit den Kennzeichen IN-HW8 oder A-L307 gesehen?
Wer kennt jemanden, der eine Tasche wie die abgebildete oder ähnliche besitzt? Maße ca. 80 x 40 x 35 cm. Wer kennt jemanden, der einen Helm wie den abgebildeten besitzt? Wer kennt Personen, die seit dem 28.10. Verletzungen aufweisen, die mit dem Geschehen im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann zu Personen Angaben machen, die ihm in den frühen Morgenstunden des 28.10. mit durchnässter oder stark verschmutzter Kleidung aufgefallen sind? Ein klassischer Steckbrief. Auch unseren Predigttext kann man als Steckbrief bezeichnen. Er bezeichnet eine Person, er beschreibt eine Person, deren Name nicht genannt wird, weil der Name dem Verfasser des Steckbriefs auch nicht bekannt ist. Und die ersten Leser des Steckbriefs hatten die beschriebene Person ebenfalls noch nie gesehen. Aber die Angaben zur Person sind genau, differenziert und umfangreich. Und jede Soko würde sich glücklich schätzen, so viele Informationen über eine Zielperson zur Verfügung zu haben. Und dieser Steckbrief ist so umfassend, obwohl er mehr als 2700 Jahre alt ist. Und obwohl das der Fall ist, wird über die Identität der beschriebenen Person bis heute noch immer heftigst diskutiert. Zum Beispiel im Judentum, aber auch unter anderen Interessenten. Die Rabbinen haben bis heute verfügt, dass dieser Steckbrief aus dem öffentlichen Leben verbannt wird. Sie tun viel dafür, ihn weiterhin unter Verschluss zu halten. Und deshalb soll dieser Text, den wir eben schon gehört haben, in den Synagogen dieser Welt nicht vorgelesen werden. Obwohl er ein ganz normaler Bestandteil der hebräischen Bibel ist, also des Tanakh, wie die Juden das nennen, das ist das Alte Testament, 5 Bücher Mose, die Prophetenbücher, dann die poetischen Bücher. Obwohl der Verfasser dieses Textes, dieses Kapitels Jesaja zu den bedeutendsten Propheten Israels zählt. Trotzdem, Jesaja 53 ist das sogenannte Forbidden Chapter, das verbotene Kapitel der hebräischen Bibel. Und bei den offiziellen Lesungen hört man irgendwann dann in Kapitel 52 in der Mitte auf, und eine Woche später setzt man die Lesung in Jesaja 54 fort. Und Jesaja 53 wird ausgespart. Und doch ist Jesaja 53 wohl der wichtigste Steckbrief, der jemals in der Geschichte der Menschheit zusammengestellt wurde. Martin Luther hat gesagt, jeder Christ sollte dieses Kapitel auswendig können. Sie können ja schon mal anfangen. Wenn man diesen Text nun liest, dann drängen sich auf den ersten Blick gleich zwei große Fragen auf. Und die eine Frage lautet, wer ist der Gesuchte? Über wen wird hier eigentlich gesprochen in diesem Steckbrief? Und die zweite Frage, wer spricht hier eigentlich? Ja, wer gehört zu diesem Wir? Ab Kapitel 53, Vers 1, guck mal, ständig dieses Wir, unser, wer ist das eigentlich? Und wir müssten dann noch eine Frage dranhängen und sagen, was haben wir hier mit diesem Wir von Jesaja 53 zu tun? Sie merken, das sind spannende Fragen. Aber nicht nur der Text selbst, also dieses Forbidden Chapter, ist einzigartig, sondern auch seine Stellung innerhalb des Buches Jesaja. Sie müssen wissen, Jesaja ist eigentlich eine Bibel im Kleinen. Wie die Bibel aus 66 Büchern besteht, so Jesaja aus 66 Kapiteln. Und wie man die Bibel in 39 zu 27 Bücher aufteilen kann, nämlich 39 Bücher Altes Testament, 27 Bücher Neues Testament, so kann man Jesaja auch in 39 zu 27 Kapitel aufteilen. 39 Kapitel Gericht, 27 Kapitel Rettung. Und wenn wir uns dann diese 27 Kapitel zum Thema Rettung genauer anschauen, von Jesaja 40 bis Jesaja 66, dann sehen wir, dass genau in der Mitte dieser 27 Kapitel Jesaja 53 steht. 13 Kapitel davor, von 40 bis 52, 13 Kapitel danach, von 54 bis 66 und in der Mitte unser Kapitel Jesaja 53. Also offensichtlich hat der göttliche Autor dieses Buches das in einer auffälligen Weise strukturiert, um unsere besondere Aufmerksamkeit auf das Herzstück auf Jesaja 53 zu lenken. Und Sie dürfen bei allem, was wir jetzt gleich entdecken werden, nie vergessen, dass diese Sätze mehr als 700 vor Christus geschrieben worden sind. Das dürfen wir bei all dem nie vergessen. Der Prophet hat dieser steckbrieflich gesuchten Person einen eigenartigen Titel verliehen, Knecht Gottes. Und Jesaja besingt diesen Knecht in 4 Liedern insgesamt, in Kapitel 42, Kapitel 49, Kapitel 50. Da sind es immer einige Verse, aber Kapitel 53 ist der absolute Höhepunkt. Ein ganzes Kapitel, das mit
Abstand ausführlichste Lied über diesen Gottesknecht, das große Finale. Aber bevor es richtig beginnt, stellt Gott diesem großen Finale einen Prolog voraus. Bevor dieses Wir redet, redet zunächst noch einmal Gott selbst. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen, ab Kapitel 52, Verse 13 bis 15. Das sind schon diese Verse, die möglichst nicht mehr mitgelesen werden sollen. Da heißt es, siehe meinem Knecht, daher der Knecht Gottes, Gott redet, wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein, wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Haben Sie es gemerkt? Diese Person ist einzigartig. Denn in dieser Person prallen massive Gegensätze aufeinander. In Vers 13 wird dieser Gottesknecht in einer Weise erhöht, wie es höher nicht geht. Er wird erhöht, er wird sehr hoch erhaben sein. So etwas wird nirgendwo in der Bibel über einen Menschen gesagt. So etwas sagt die Bibel normalerweise nur über Gott selbst. Also hat dieser Gottesknecht möglicherweise selbst etwas Göttliches? Höher als jeder König wird er hier beschrieben. Und dazu passt dann, was in Kapitel 53, Vers 1 steht. Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Der Arm des Herrn ist ein Ausdruck ausdrücklich für Gott selbst. Kommt häufiger bei Jesaja vor. Zum Beispiel in Kapitel 52, Vers 10, der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt enden sehen das Heil unseres Gottes. Der Arm des Herrn ist letztlich Gott selbst. Und er wird mit diesem Knecht in Verbindung gebracht. Umso verstörender aber der krasse Gegensatz zu Vers 14. Schauen Sie mal, diese überraschende Demütigung, die dem Gottesknecht widerfährt, wie viele sich über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Diese Person ist in einzigartiger Weise entstellt worden, zerstört worden an Körper und Gesicht, sodass viele Leute sich nur noch mit Entsetzen von dieser Person abwenden können. Das hebräische Verb, was hier für Entsetzen steht, ist ein ganz starkes Verb und es bedeutet so viel wie geschockt, angewidert, erschüttert, weggucken. Die können es nicht ertragen, den anzugucken, diesen Knecht. Aber, und dann kommt der nächste Umschwung, mindestens so groß wie das Entsetzen über seine Erniedrigung, wird das Erstaunen über seine Macht sein. Das ist wie eine Achterbahnfahrt. Rauf, runter, rauf, in Vers 15 wieder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Was heißt dieses Besprengen? Da steht ein Verb, das kann man auf zwei verschiedene Weisen übersetzen. Das kann heißen, er wird viele in Erstaunen versetzen. Sie werden den Mund nicht mehr zukriegen vor Erstaunen über das, was dieser Gottesknecht ist und macht. Und man kann es auch übersetzen, etwa Luther 84, mit besprengen. Das würde dann auf diesen priesterlichen Dienst hinweisen, reinigen, besprengen, vergeben. Also, er wird sie in Erstaunen versetzen, er wird sie besprengen, er wird ihnen Reinigung in irgendeiner Weise ihres Lebens bringen. Auf jeden Fall werden selbst, und das ist das Entscheidende, die Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Sie werden vor ihm plötzlich verstummen, sie werden Respekt vor ihm haben, sie werden ihn fürchten. Und sie werden ihre Machtlosigkeit und ihre Ratlosigkeit gegenüber diesem Knecht Gottes erkennen müssen. Wir erinnern uns an Philipper 2, Vers 10, wo Paulus sagt, im Namen Jesu werden sich einmal beugen müssen die Knie aller. Das ist Gottes Prolog, mit dem Gott diesen Steckbrief einleitet. Eine extreme Person, dieser Gottesknecht. Einzigartige Hoheit, Vers 13, abgrundtiefe, erschütternde Niedrigkeit, Vers 14, unwiderstehliche Wirkung, Vers 15. Und jeder, der das liest und der das hört, der wird gedrängt zu dieser Frage, über wen redet der hier? Sag uns das genauer. Und diese Frage beantworten dann die nächsten Verse. Mit einer berührenden, erschütternden Leidensgeschichte, erzählt 700 Jahre vor Christus. Und wir werden vier Aspekte dieses Leidens, vier Bilder dieses Leidens vor Augen geführt bekommen. Das erste, dieses Leiden, dieses Gottesknechtes, ist ein verachtetes Leiden.
Das sagen die ersten drei Verse, verachtet das Leiden. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm, also vor Gott selbst, im Angesicht Gottes, wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich, also wie eine mickrige Pflanze, nicht beeindruckend, nicht machtvoll. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das ist das Erste, ein verachtetes Leiden. Und hören Sie diesen erschütterten, traurigen Ton, der hier durchklingt, der sich durch dieses ganze Bekenntnis hindurchzieht. Wie kann das sein? Er wurde uns doch verkündet, sagt Vers 1, aber wir haben es nicht geglaubt. Es war sogar der Arm des Herrn, es war sogar Gott selbst, der hier eingegriffen hat. Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Wer hat es gesehen? Er war da. Aber wir haben es nicht kapiert. Uns waren die Augen verklebt. Wir hatten lange auf den Messias gewartet, aber wir haben ihn nicht erkannt. Und warum haben wir ihn nicht erkannt? Und Vers 2 bringt dann den Versuch einer Erklärung, einer, ja, so halb einer Entschuldigung auch. Warum? Er war eben so wie ein dürres Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er war nicht beeindruckend. Er kam nicht aus einer noblen rabbinischen Familie. Seine Herkunft schien viel zu natürlich, viel zu normal. Äußerlich war er überhaupt nicht beeindruckend. Aufgewachsen in einer Zimmermannswerkstatt, keine auffällige äußere Erscheinung, kein roter Teppich, den seine Entourage vor ihm ausrollte. Er kam eben aus Nazareth, ein Nobody from nowhere. Zu menschlich, zu schwach, kein Hofstaat, nicht der erhoffte Volkstribun, der die Römer versagte. Und das soll der König sein? Und wer genau hinschaute, der konnte auch etwas anderes entdecken. Nikodemus zum Beispiel. Nikodemus, einer der großen Intellektuellen Israels zur Zeit Jesu, der nicht einfach mit dem Mainstream mitschwamm, der hat es geahnt. Und deswegen ist er ja auch nachts zu Jesus gekommen und hat dieses Gespräch mit ihm gesucht und hat gesagt, wer bist du? Du musst von Gott kommen, denn niemand kann solche Taten tun wie du. Da war der Arm Gottes. Das hat Nikodemus geahnt. Es gibt immer einige, die mehr verstehen. Es gibt immer einige, die nicht mit der Masse mitlaufen und die sich nicht einfach vom Mainstream das eigenständige Denken verbieten lassen. So einer war Nikodemus. Der hat es gemerkt, der hat es geahnt. Aber offensichtlich gelang es der Propaganda, diese Wunder, die Jesu tat, zu verdächtigen, kleinzureden, später in Vergessenheit geraten zu lassen. Und als das Volk dann erstmal aufgehetzt war, als so die große Stimmung durch die damaligen Medien erstmal klargezogen war, da waren die Wunder schon fast vergessen. Oder sie wurden sogar noch als Pfeile gegen Jesus eingesetzt. Anderen hat er doch auch geholfen. Kann er nicht sich selbst helfen? Und wo kein Glaube an Jesus entsteht, da bleibt am Ende eben nur noch Verachtung übrig. Auch für diesen Opfergang. Und merken Sie, die hier reden, die geben das zu, Vers 3. Die sagen, wir haben ihn für nichts geachtet. Für nichts. Wer am Kreuzigungstag so nach dem ersten Augenschein ging, am allerersten Karfreitag, was sah der? Der sah am Ende einen gedemütigten, einen gefolterten, einen wehrlosen Angeklagten. Das sah er. Wer natürlich näher dran war, der hätte auch über Jesu Souveränität staunen können. Der hätte merken können, wie Jesus in diesem ganzen Prozess des Kreuzigungsgeschehens seit der Verhaftung schon immer souverän die Situation beherrschte. Wie er zu keiner Sekunde die Kontrolle verlor. Wie er immer derjenige war, vor dem eigentlich alle Respekt hatten, der hätte das merken können. Und wer sich seine eigenen Gedanken machte, der hätte auch dann über die katastrophischen Begleiterscheinungen stolpern müssen zwischen Karfreitag und Ostern, über das Erdbeben, das plötzlich kam, über die Sonnenfinsternis, über diesen dicken blauen Vorhang im Tempel, der ratsch von oben nach unten zerriss. Das war auch nicht normal. Das hätte man doch merken, da hätte man doch drüber nachdenken müssen. Aber wir wissen, wie leicht eine Volksmenge getäuscht werden kann, wie leicht die Masse von Fakten abgelenkt werden kann und wie schlichteste Lügen eilfertig geglaubt werden. Das sehen wir Tag für Tag, auch in diesen Monaten. Aber andere haben hingeschaut und zum Beispiel der Hauptmann, der unter dem Kreuz stand, der hat das klar erkannt, der hat gesagt, das muss Gottes Sohn gewesen sein.
Also man hätte was sehen können, wenn man etwas hätte sehen wollen. Aber die das hier sagen, dieses Wir, die sind entsetzt, wir sahen es nicht. Und so blieb dieses Leiden vom Karfreitag ein vom Volk verachtetes Leiden, in dem die meisten überhaupt keinen Sinn sehen konnten. Was soll das, dass da einer stirbt? Da stirbt eben einer. Es sterben so viele, da stirbt er eben auch noch. Und über den sterbenden König am Kreuz ergoss sich der Spott seines Volkes. Wir wissen, die Führer, die wollten ihn schon lange beseitigt haben. Das haben wir bei unseren Studien im Markus-Evangelium gesehen. Ab Markus 3, Vers 6, wussten wir schon, da heißt es, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über Jesus mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbringen könnten. Also die taten sich gewissermaßen mit den politischen Gegnern zusammen und sagten, was uns verbindet ist, dass wir alle miteinander Jesus weghaben wollen, so schnell wie möglich. Bei den Führern war das schon sehr schnell klar. Und dann irgendwann hat das Volk mitgemacht. Und wir haben ihn für nichts geachtet. Aber jetzt, in dem Moment, den Jesaja hier prophetisch beschreibt, da merken die Sprecher dieser Verse, welchem grauenvollen Irrtum sie aufgesessen sind. Denn dieses verachtete Leiden hätten sie nicht verachten dürfen. Es war nämlich zugleich ein stellvertretendes Leiden. Das ist das Zweite. Ein stellvertretendes Leiden. Was für eine späte Erkenntnis. Jetzt nachträglich, da können wir diesen Arm Gottes hier erkennen. Schauen Sie Vers 4, wie das ausgedrückt wird. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, sagen jetzt. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wird. Das heißt, wir haben gedacht, Gott haut ihm eine runter. Gott haut auf ihn drauf. Gott züchtigt ihn, darum wird er ja gekreuzigt. Und ich kann mir denken, dass viele Rabbis das durchaus auch ehrlich so gedacht haben. Wir wollten doch Gottes Ehre verteidigen. Aber in Wirklichkeit haben wir ihn gequält. Und er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Verstehen Sie, warum die erschrecken? Und warum spricht Jesaja hier nicht nur von Schuld, sondern auch von Krankheit? Das müssen wir klären. Die Bibel macht ja sehr deutlich, dass körperliche Krankheit und Tod die Folgen, wovon sind? Von Sünde. Römer 6, Vers 23, der Tod ist der Lohn der Sünde. Und deswegen auch die Krankheit, die letztlich zum Tode führt. Nicht in jedem Einzelfall. Das heißt, man hat nicht deswegen eine Herzattacke, weil man eine bestimmte Sünde unbedingt getan hat, obwohl das auch der Fall sein kann, aber das ist nicht die Logik hier, sondern die Logik ist, wir alle hängen in diesem Verhängnis von Krankheit und Tod mit drin, weil wir sozusagen unter dem Dach des Sündenfalls leben, weil wir selber drin hängen, weil wir selber schuldig sind. Deswegen werden wir krank, deswegen sterben wir. Und indem Jesus nun die Sünde auf sich nimmt und die Sünde entsorgt, trägt er damit auch die Ursache für die Krankheit. Verstehen Sie? Das heißt nicht, wenn ein Mensch seine Sünde los wird, dass er dann auch automatisch körperlich gesund wird. So lehren das ja manche Gruppierungen, die sagen, wenn du glaubst, dann musst du auch gesund werden. Und wenn du nicht gesund wirst, dann glaubst du nicht richtig. Das ist eine Irrlehre, das sagt die Bibel nirgendwo. Aber die Bibel sagt, dass wenn wir einmal in der Ewigkeit angekommen sind, wenn die Sünde endgültig überwunden sein wird, dann wird es auch keine Krankheit mehr geben. Eine wunderbare Aussicht. Dann werden wir keine Schmerzen mehr haben. Dann werden wir nicht mehr ins Krankenhaus müssen. Dann werden wir für immer gesund und bewahrt und sicher sein. Und dass wir dann dabei sein dürfen, verdanken wir allein Jesus. Weil er uns jetzt schon die Sünden vergibt und weil er uns dann einmal endgültig auch die Krankheit abnehmen wird. Wenn es keine Tränen und kein Leid mehr geben wird. Und insofern kann man sagen, jawohl, als er die Sünde trug, trug er auch die Ursache aller Krankheit und nahm das auf sich. Und dann kann man übrigens dieses hebräische Wort für Krankheit in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang auch mit Leid übersetzen. Er nahm auf sich unser ganzes Leid, unsere ganze Erbärmlichkeit, unsere ganze Hilflosigkeit, unsere ganze Angst und Bedrängnis. Er nahm das wirklich auf sich, Jesus. Er hat sich unter unser Leben gestellt. Man kann sagen, Jesus hat sich unser ganzes erbärmliches Leben angezogen und hat es dann dorthin getragen, wo es hingehört, nämlich ans Kreuz. Er trug unsere Krankheit, er trug unsere Schuld. Und Vers 5, schauen Sie, erklärt den Zusammenhang dann noch deutlicher, warum das erforderlich war. Und jetzt wird es immer enger für uns. Da heißt es, er ist um unserer Missetat willen durchbohrt und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Das heißt, wir sind das Problem.
unsere Missetaten, die einzelnen falschen Handlungen und Worte, die wir produzieren. Aber warum produzieren wir das, diese Missetaten? Weil dahinter letztlich unser verdorbenes Herz steckt, unsere Sünde. Unsere Sünde treibt uns zu unseren Missetaten. Unsere Sünde brütet unsere Missetaten aus. Und deswegen haben wir Strafe verdient. Und die einzige gerechte Strafe von einem heiligen, vollkommenen Gott für Sünder ist das Urteil der Verdammnis, ist die Hölle letztlich. Aber, sagt Jesaja, er wurde dafür durchbohrt. Und das kann man wirklich mit durchbohrt übersetzen. Er wurde dafür zerschlagen. Dieses Wort für durchbohrt finden wir auch im Psalm 22, Vers 17, diesem Kreuzigungspsalm, und in Sacharja 12, Vers 10. Der Messias wurde wirklich durchbohrt. Warum? Damit wir, schreibt Jesaja, Friede mit Gott haben können. Damit wir den heiligen Gott nicht mehr als natürlichen Feind haben, der unser Feind sein muss, weil wir Sünder sind, weil wir gegen ihn rebellieren. Damit er unser Vater werden kann. Damit das Verhältnis zwischen ihm und uns bereinigt wird, was wir selber niemals bereinigen könnten. Aber er hat die Strafe getragen. Er hat bezahlt für uns, sodass alle Schuld weggeräumt ist, weil der heilige Gott sie entsorgt hat über dieses stellvertretende Opfer des Gottesknechtes. So deutlich wird das hier gesagt. Was Jesaja hier über Erlösung schreibt, liest sich, als ob es direkt von Paulus stammt. Paulus ist derjenige, der die ganze biblische Erlösungslehre am systematischsten ausformuliert hat. Deswegen haben wir ja mit solcher Begeisterung auch den Römerbrief studiert. Und deswegen hat man diese Verse in Jesaja 53 auch die Folterkammer der Rabbis genannt. Weil die ja Jesus bis heute als Retter ablehnen. Wir haben gesagt, es ist für einen Rabbiner kaum zu ertragen, diese Verse zu lesen, weil sie so ein deutlicher Hinweis darauf sind, dass sie in dem Weg Jesu erfüllt wurden. Umgekehrt hat dieses Kapitel 53 auch vielen Rabbis geholfen, zu Jesus Christus zu finden. Es ist gewissermaßen auch der Rettungsanker der Rabbis. Es gibt eine hochinteressante Schrift, unter dem Titel Die Weisheit ruft, das können Sie im Internet auch als PDF finden und abrufen, Zeugnisse von Rabbinen, wie Rabbinen über das Studium von Jesaja 53 zum Glauben an Jesus gefunden haben. Die Weisheit ruft. Verachtetes Leiden, ja, aber es war ein stellvertretendes Leiden für uns. Und Vers 6 bekräftigt das nochmal, warum das nötig war. Und da muss es eigentlich dem Letzten klar werden. Umso erstaunlicher sagen die, dass wir es nicht gemerkt haben. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Haben Sie mitgezählt? Dreimal steht hier alle. Wir alle gingen in die Irre, jeder sah auf seinen Weg, der Herr warf aller unserer Sünde auf ihn. Alle sind auf dem Weg, das ist eine Regel ohne Ausnahme. So schreibt es Paulus auch in Römer 3. Er sagt, alle haben gesündigt, alle sind verloren, keiner hat eine Chance. Genau das schreibt Jesaja hier auch. Und es ist nicht sehr schmeichelhaft, wie wir Menschen beschrieben werden. Wie eine Schafherde steht hier. Können Sie sich vorstellen, wie wir blökend durch die Straßen laufen. Ja? Martin Buber hat das übersetzt mit Schmalvieh. Das kann man auch etwas vereinfachen, Kleinvieh. Wir sind eine Herde von Kleinvieh, sagt Jesaja. Gefangene Mainstream. Und einerseits trappeln wir so mit und lassen uns von allem schnell beeindrucken. Und andererseits gucken wir nur auf unseren eigenen Weg. Also, aber wir gucken auf unseren eigenen Weg, heißt nicht nur, wir machen einfach unser eigenes Ding, weil wir solche Individualisten sind, sondern wir sind so kleinkariert, dass wir immer nur so unser kleines nächstes Wegstreckchen sehen. Hauptsache, wir haben noch ein bisschen zu essen. Hauptsache, wir haben noch so ein bisschen Möglichkeit, unser Dasein zu fristen, noch in die Glotze zu schauen, was auch immer. Und wenn jemand uns verspricht, unser erbärmliches kleines Leben uns zu retten, dann sagen wir, fesselt uns, knebelt uns, sperrt uns ein, aber rettet unser armseliges Leben. Verstehen Sie, das heißt an Jesus auf seinen Weg, wie eine Herde von blökenden Schafen. So. Und nun sagt Jesaja, aber alle unsere Schuld wird auf Jesus gelegt. Alle unsere Blindheit, alle unsere Dreistigkeit Gott gegenüber, all unser verschrobener, bornierter Unglaube, alle unsere Kurzsichtigkeit, mit der wir meinen, so ein bisschen essen und trinken und spazieren gehen, sei das wahre Leben. Und wir verachten den Gott, der uns liebt und der alles für uns getan hat. So sind wir, Kleinvieh. Und Paulus wird später sagen, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht.
Und das kann der Messias, dieser Gottesknecht, nur deshalb, weil er selber ohne Sünde ist. Deswegen kann er ja unsere Sünde auf sich nehmen. Er muss nicht für sich selbst sorgen. Schauen Sie, im zweiten Teil von Vers 9, er hat niemand Unrecht getan, es ist kein Betrug in seinem Munde gewesen, ohne Sünde, wie es das Neue Testament über Jesus sagt, ein stellvertretendes Leiden. Und diese Stellvertretung, die zieht sich durch dieses ganze Gottesknechtslied hindurch. In Vers 5 heißt es, die Strafe liegt auf ihm, für uns. In Vers 6 heißt es, er trug aller unserer Sünde. In Vers 8 heißt es, er war geplagt für die Sünden seines Volkes. In Vers 10 heißt es, sein Leben wurde zum Schuldopfer gegeben. Also er hat es geopfert für uns. In Vers 11 heißt es am Ende, denn er trägt ihre Sünden. Und in Vers 12 heißt es, er hat die Sünden der vielen getragen. Verstehen Sie, das ist der rote Faden. Stellvertretung. Der ganze Psalm, Jesaja 53 hätte ich fast gesagt, singt und schreit von Stellvertretung. Er hat es für uns getan. Das ist das Zweite. Und dann zeigt uns Jesaja eine dritte Seite dieses Leidens, das es noch wertvoller macht. Dieses verachtete und stellvertretende Leiden ist drittens ein freiwilliges Leiden. Das sind die Verse 7 bis 9. Lesen wir erst mal 7. Als er gemartert ward, dieser Gottesknecht, litt er doch willig. Und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jetzt werden zwei andere Wörter für Schaf verwendet. Nicht mehr Kleinvieh, sondern jetzt ist da die Rede von einem Lamm und von einem Mutterschaf. Und diese beiden Begriffe machen eines deutlich. Freiwilligkeit. Wie ein Lamm. Da müssen Sie an ein einjähriges männliches Lamm denken vom Passahfest, 2. Mose 12, das geopfert wird für das Volk. Da haben Sie wieder den Aspekt der Stellvertretung drin. Und dieses Lamm, das da zur Opferstätte gebracht wird, wehrt sich nicht, wenn es zur Schlachtbank geführt wird, sondern lässt das mit sich geschehen. Freiwilliges Opfer. Und Jesus hat doch mal gesagt, ich könnte Tausende von Engeln jetzt kommen lassen, die würden mich hier in einer Sekunde rausholen. Und es gibt eine andere Stelle, auf die ich gestoßen wurde in diesem Zusammenhang, die man leicht überliest, die aber sehr, sehr wichtig ist, um das Kreuz Jesu zu verstehen. Und das ist Lukas 9, Vers 51. Vielleicht streichen Sie sich diese Stelle auch in Ihrer Bibel mal an. Als Jesus sagt, so jetzt gehen wir rauf nach Jerusalem, jetzt geht es zum Sterben, jetzt geht es in die Passion hinein. Und er wusste ja genau, was auf ihn zukam. Da heißt es in Lukas 9, Vers 51, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, also als es soweit war, dass er hinweggenommen werden sollte, nämlich dass er sterben sollte, da wandte er Jesus sein Angesicht und Luther übersetzt, stracks, um nach Jerusalem zu wandern. Und in diesem, was Luther mit stracks übersetzt, steckt diese Entschlossenheit. Das gibt das griechische Verb auch her, das da steht im Neuen Testament. Er sagte, jawohl, wir würden sagen, jetzt packen wir's, jetzt gehen wir, weil es sein muss. Er hat das freiwillig gemacht, verstehen Sie? Und das will Jesaja hier sagen. Absolut freiwillig. Und Johannes der Täufer wird dann später sagen, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, als er Jesus sieht. Der ausgestreckte Finger vom Isenheimer Altar, das ist Gottes Lamm. Und Johannes kannte natürlich Jesaja 53, er sagte, der ist es, das Lamm. Und dann dieser dritte Begriff für ein Schaf, der das Mutterschaf beschreibt. Dazu gibt es einen Mädchennamen, Rahel. Hier steht im Hebräischen der Ausdruck Rahel über dieses Schaf. Und Rahel meint dieses Mutterschaf, das verstummt vor seinem Scherer. Das wird zum Scheren gebracht und anstatt ständig zu zappeln und wegzulaufen und sich zu sträuben, hält es das einfach aus. Und es wird die Wolle abgeschoren und es steht da und es lässt das mit sich geschehen. Das ist der Gottesknecht. Absolut freiwillig. Das Lamm, das sich schlachten lässt. Das Schaf, das sich scheren lässt. Das ist er. Und Vers 8 macht dann deutlich, oh, wir brauchen diesen Vers 8 so deutlich, weil wir sonst das schnell unterschätzen können, was dort am Karfreitag geschah. Da heißt es dann, er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, wer aber kann sein Geschick ermessen? Das heißt, das war echte Angst. Das war Drangsal. Das war Schlimmstes, woraus er rausgeholt wurde, dann letztlich erstmal durch den Tod. Und wer kann das ermessen, was er damals erlitten hat? Und die Antwort heißt, keiner. Da heißt es nicht, ja, er wurde ja da befreit. Nein, es heißt, er wurde aus Angst, er wurde aus Gericht, er wurde aus Drangsal herausgerissen durch diesen brutalen Tod. Und keiner kann wirklich verstehen, was er aushalten musste. Das ist hier gemeint, wie schwer dieses Leid für ihn war. Wir können es ein wenig erahnen, wenn Jesus im Garten Gethsemane Blut und Wasser schwitzt.
Wir können es ein wenig erahnen, wenn Jesus am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott von Gott verlassen. Dann ahnen wir das. Aber wir können es, sagt Jesaja hier, nicht im Entferntesten ermessen, was er tat und was er gelitten hat und wie sich das für ihn angefühlt hat. Und dennoch tat er es freiwillig. Und dann Vers 9, etwas schwierig zu übersetzen. In der Menge-Übersetzung ist es ziemlich gut getroffen. Man wies ihm sein Grab bei Übeltätern zu, aber bei einem Reichen ward es ihm zuteil. Das heißt, er wurde würdig bestattet, weil er kein Unrecht getan hatte. Das heißt, eigentlich hat man zum Tode Verurteilte nicht sonderlich aufwendig begraben. Okay, wenn sich die Angehörigen drum gekümmert haben, dann kriegten sie immerhin ein Begräbnis, sonst wurden die irgendwo verscharrt. Und das wäre eigentlich auch angemessen gewesen für den zum Tode verurteilten Gotteslästerer Jesus, als den man ihn ja zum Tode verurteilt hatte. Und Jesaja sagt, 700 vor Christus, mehr als 700 Jesus vor Christus, man wies ihm sein Grab bei Übeltätern zu. Das war sein Urteil. Das war sein juristischer Status. Aber er wurde dann doch beim Reichen begraben. Und damit macht Gott schon im Tod deutlich, ich wache über der Würde meines Gottesknechtes, der in meinem Auftrag diesen Weg geht. Ich wache über der Würde meines Gottesknechtes. Und dann hat Gott, wie Sie wissen, den Josef von Arimathea dazu gebraucht, diesen honorigen, diesen unheimlich mutigen, diesen selber denkenden Ratsherrn, der Jesus in sein eigenes persönliches Grab gebracht hat. Und wer hat ihm geholfen? Der andere Selberdenker, Nikodemus. Die haben es beide gemacht. Und sie haben erfüllt, was hier in Jesaja 53 steht. Er war sündlos und er wurde würdig bestattet. Sie sehen, diese Verse 7 bis 9 zeigen, obwohl dieser Weg des stellvertretenden Leidens sehr schwer ist, bleibt doch Gott in jeder Sekunde der absolute souveräne Herr dieser Situation. Und dieses Ausgeliefertsein, diese Ohnmacht, bleibt immer seine freiwillige Entscheidung. Es bleibt immer seine freiwillige Entscheidung. Es ist nicht ein unentrinnbares Schicksal, in das Jesus sich fügt, weil er den Plan des Vaters kannte und weil er den Plan des Vaters ausführen wollte. Schauen Sie, hinter dem allen steht Gottes vollkommener Plan. Vers 10, der Herr wollte ihn zerschlagen mit Leiden. Das ist geplant. Es ist geplant. Gott wollte es so und Gott macht es so, weil es nötig ist für uns. Und weil es nötig ist, der Heiligkeit Gottes Genüge zu tun. Und Paul Gerhardt hat das in einem seiner Passionslieder so wunderbar zum Ausdruck gebracht. Verstehen Sie, diese Freiwilligkeit dieses Leidens. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank, entsaget allen Freuden. Es nimmt an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht, ich will's gern leiden. Ich will's gern leiden. Paul Gerhardt hat diesen Vers 7 gekannt und verstanden. Und dann die zweite Strophe des Liedes entspricht im Grunde genommen dem Vers 10 von Jesaja 53, der Herr wollte ihn zerschlagen. Das Lämmlein ist der große Freund und Heiland meiner Seelen, den hat Gott zum Sündenfeind und Sühner wollen wählen. Und Gott hat dann zu dem Knecht gesagt, geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan, zur Straf- und Zornesruten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß, ja, weil Gott heilig ist. Und weil wir erbärmliche Sünder sind, muss Gottes Zorn groß sein. Aber er findet einen Weg, diesen Zorn uns nicht voll treffen zu lassen. Du kommst und sollst sie machen los. Durch Sterben und durch Bluten. Und im dritten Vers spricht dann wieder der Sohn, ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen, freiwilliges Leiden. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Und dann kommt der Chor, der das bewundernd betrachtet und sagt, oh Wunder, lieb, oh Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abzwingen. Oh Liebe, Liebe, du bist stark. Du stecktest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Also der so stark ist, dass er Felsen zerspringen lässt. Den, der die Welt geschaffen hat, den steckst du in einen Sarg, in ein Grab. So groß ist deine Liebe, dass du Gott selbst in einen Sarg legst. Das vermag man gar nicht auszusprechen. Aber das ist es, was Paul Gerhardt hier in diesem Lied schreibt. Und das ist es, was Jesaja in diesem Kapitel zum Ausdruck bringt.
Und jetzt kommen wir zum Schluss dieses Steckbriefs und wir merken, wie der erschütterte Chor verstummt und Gott selbst noch einmal das Wort ergreift. Und da zeigt Gott uns am Ende diese herrliche Perspektive. Dieses Leiden ist nicht nur ein verachtetes Leiden, nicht nur ein stellvertretendes Leiden, nicht nur ein freiwilliges Leiden, sondern es ist zuletzt auch ein siegreiches Leiden. Es ist ein triumphales Leiden. Und das sind die letzten Verse. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben haben wird, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Hier ist schon von der Auferstehung die Rede im Ansatz. Und es wird gesagt, er wird Nachkommen sehen. Er wird sehen, dass sich um sein Evangelium, um seine Rettungsbotschaft herum Gläubige sammeln, dass sich seine Gemeinde sammelt. Er wird in die Länge leben, er wird Gottes Plan zum Ziel führen. In Vers 11 steht, er wird die Fülle haben, er wird vielen Gerechtigkeit schaffen. In Vers 12 heißt es, der Vater wird ihm die vielen zur Beute geben. Das heißt, Gott schenkt dem Knecht seine erlöste Schar. Und wir haben aus dem Neuen Testament dieses herrliche Bild der Brautgemeinde, dass die Gemeinde, die an Jesus glaubt und ihn als ihren Retter anruft, wie seine Braut ist, die für ihn bereitet ist, die ihn lieb hat, die sich über ihn freut. Wir, die Gemeinde Jesu, sind die Brautgemeinde, die erlöste Schar, die ihm gegeben wird zur Beute gewissermaßen. Es ist eine besondere Gnade und Ehre, zu dieser Brautgemeinde dazugehören zu dürfen. Und dazu kommt dann das gerettete Israel, das sich in letzter Sekunde zu ihm flüchtet, wenn ihm auch das Wasser bis zum Hals stehen wird. Und in Vers 11 heißt es, er wird das Licht schauen, er wird seine Lust sehen, übersetzt Schlachter zurecht. Das heißt, er wird seine Freude daran haben, wenn er sieht, wie seine Brautgemeinde gesammelt wird und wenn er sieht, wie alles sich auszahlt, dass er so gelitten hat. Und dann heißt es noch in Vers 12, er wird die Starken zum Raube haben. Wer sind die Starken? Das sind einmal die Erlösten, die er stark macht. Das sind wir. Wir werden ihm gehören. Wir gehören ihm schon jetzt. Wir sind die Starken, die er erlöst hat, die stark geworden sind durch ihn, weil wir Vergebung unserer Sünden haben, weil wir seine Erben sind, seine Miterben. Und zu den Starken gehören auch alle bösen Mächte, die sich ihm widersetzen und die sich dann doch vor ihm beugen müssen. Auch die wird er zum Raube haben. Und Paulus hat das in seiner unnachahmlichen Deutlichkeit ausgedrückt in Kolosser 2, Vers 15. Da sagt Paulus über Gott, er hat die Mächte und Gewalten, also alles Böse, was letztlich vom Teufel dirigiert wird und sich gegen Gott und seine Wahrheit und seine Leute richtet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Er hat triumphiert. Und wo ist das geschehen? Wann ist das geschehen? Das steht im Vers davor. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen ihn war, und hat ihn weggetan und das Kreuz geheftet. Am Kreuz hat Jesus den Tod, die Sünde und die Hölle knallhart entmachtet. Und das ist ein so großer Grund, sich darüber zu freuen. Der Schlüssel für seine Macht steckt hier in Vers 12. Er hat sein Leben gegeben. Er starb am Kreuz für uns. Das ist der Schlüssel zu seiner Macht. Und deswegen sagen wir, siegreiches Leiden. Warum? Was hat der Teufel gegen uns in der Hand? Den Tod und die Schuld. Das hat er in der Hand. Und Jesus hat beides entmachtet, dadurch, dass er am Kreuz unsere Strafe trug und in der Auferstehung den Tod besiegte. Und damit hat er dem Teufel seine letzten Waffen aus der Hand geschlagen. Der kann uns noch ein bisschen piesacken. Wir müssen noch durch dieses Sterben durch, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Wir werden noch schuldig. Wir brauchen Vergebung. Wir werden krank. Er kann uns noch piesacken, aber er kann uns nicht mehr von Jesus wegziehen. Er hat keinen letzten Zugriff auf unser Leben mehr. Denn wir gehören dem Herrn. Er hat die Starken zum Raube. Und er hat mit Kreuz und Auferstehung die Machtfrage endgültig gelöst. Und Sie merken, wie viel neutestamentliches, christliches Vokabular hier gewissermaßen vorweggenommen ist bei Jesaja. Manchmal denkt man, das klingt wie Paulus oder wie die Evangelien. Und dieses Kapitel ist für mich einer der stärksten Beweise dafür, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Das hätte sich kein Mensch ausdenken können. Und ein Ausleger hat das sehr gut gesagt. Er hat gesagt, die Details hier, also die Einzelheiten, sind so präzise, dass kein Mensch sie durch Zufall voraussagen könnte und kein Schwindler sie durch Hinterlist erfüllen könnte. Keiner konnte so ein Szenario mal so zufällig entwerfen und dann traf das mal gerade auf Jesus zu. Ach, was für ein Zufall. Ja? Oder keiner hätte das, was Jesaja beschrieben hat, einfach so einlösen können. Es ist nur deswegen so stimmig, es passt nur deswegen zusammen, dass es viele Rabbiner dazu treibt, Jesaja 53 so weit unten wie möglich zu verstecken in der Bücherkiste. Weil es wahr ist. Und weil das Gottes Plan ist und weil Gott alles getan hat, um diesen Plan zu erfüllen. Und wissen Sie, es ist ein tragisches Versteckspiel, das bis heute noch
die meisten Rabbis, aber auch andere christlich oder sich christlich nennende Theologen sagen, ach, der Gottesknecht ist gar nicht auf Jesus zu beziehen. Damit ist das Volk Israel gemeint. Ja? Sagen Sie mal, zum Beispiel, natürlich gibt es das bei Jesaja, dass er auch das Volk Israel als Knecht Gottes bezeichnet. Jesaja 48, 20, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Aber, bitteschön, da ist es ganz eindeutig auf Israel bezogen. Aber der spezielle Gottesknecht, der in 42, 49, 50 und 53 besungen wird, der muss doch nicht erlöst werden. Der ist selber der Erlöser. Und dieser spezielle Gottesknecht, der hat kein Sündenproblem, wie das Jesaja durchgängig über das Volk Israel sagt. Das Volk Israel hat ein Sündenproblem von Jesaja 1 bis Jesaja 66. Sondern der löst das Sündenproblem. Der ist selber ohne Sünde. Und darum ist dieser Steckbrief so eindeutig. Der kann nicht das Volk Israel meinen. Er muss diesen speziellen Gottesknecht meinen. Und der Kirchenvater Augustin hat es richtig gesagt. Er hat gesagt, Jesaja 53 ist keine Prophetie, sondern es ist ein Evangelium. Jesaja 53 ist. Und wissen Sie, das sieht man doch auch zum Beispiel an diesem Kämmerer aus Äthiopien, den wir aus der Apostelgeschichte kennen, der uns so vertraut ist. Dieser Finanzminister, der da seine Bildungsreise nach Jerusalem macht und in Jerusalem, im Tempel wahrscheinlich, im Tempelshop entdeckt er diese Schriftrolle und nimmt die mit und kauft die irgendwie. Und dann liest er das und das ist ausgerechnet unser Predigttext. So ein Zufall, ich bin ja gesagt. Und natürlich sind das für ihn erstmal böhmische Dörfer, wenn sie nie was davon gehört haben. Und Gott sorgt dafür, dass dann der Evangelist Philippus zu ihm stößt. Und Philippus sieht, Mensch, er liest Jesaja 53. Und er fragt ihn dann ganz dreist, verstehst du eigentlich, was du liest? Und dieser Finanzminister ist ein ehrlicher Finanzminister. Und er sagt, nein, wer ist denn hier gemeint? Von wem redet der Prophet hier eigentlich? Von sich selber oder von jemand anderem? Und dann lesen wir hier, dass Philippus seinen Mund auftut und er fängt an mit diesem Wort, Jesaja 53, und predigt ihm das Evangelium von Jesus. Einen besseren Ausgangstext hätte er nicht nehmen können. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Paulus, wenn er in den Synagogen angefangen hat, seinen geliebten jüdischen Volksgenossen das Evangelium zu erklären, aufgrund der alttestamentlichen Schriften, ich bin sicher, einer seiner Standardtexte war unser Steckbrief von heute. Und dann zum Schluss, nachdem wir diese Hauptfrage geklärt haben, über wen wird hier gesprochen, müssen wir ganz kurz noch wissen, wer spricht hier, wer ist dieses Wir? Wer ist dieses Wir, das plötzlich voller Erschrecken merkt, Mensch, wir haben den Messias, den Gott uns als Retter geschickt hat. Wir haben den wie einen Verbrecher behandelt. Wir haben ihn abgelehnt. Wir haben uns schuldig gemacht. Wir haben ihn verurteilt. Wir haben ihn getötet. Was haben wir getan? Und die Bibel gibt uns auch eine klare Antwort darauf, wer dieses Wir ist. Die Bibel spricht von einem großen Tag am Ende der Geschichte, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und dann, so sagt die Bibel auch, wird der Rest des dann Überlebenden Israels, diejenigen, die aus all den Wirren und Bedrängnissen überlebt haben, sich an einem Tag zu Jesus bekehren. Paulus kündigt das an in Römer 11, Vers 25. Da sagt er, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird dann ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Und dann wird Jesus wiederkommen und sie werden ihn als ihren Messias anrufen. Und dieser Tag wird auch beschrieben von dem Propheten Sacharja. Sacharja 12, Vers 10 beschreibt, was dann passieren wird. Hören Sie mal. Da sagt Gott, über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich dann ausgießen den Geist der Gnade und den Geist des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, schreibt der Prophet Sacharja. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie jubeln. Nein, hier steht, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um einen Erstgeborenen. Sie werden erschüttert sein. Sie werden zutiefst erschrecken. Was haben wir mit ihm gemacht? Erschrecken über ihre eigene Geschichte. Sie werden Jesus dankbar begrüßen, aber mit Tränen in den Augen. Mit Tränen, dass sie ihn über Jahrtausende hinweg abgelehnt haben. Und dann wird Jesaja 53 ihr Bekenntnis sein. Und dann werden sie mit den Versen von Jesaja 53 ihre ganze Situation verstehen
und ausdrücken können. Und dann werden sie beten: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Sünde willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Wir haben nicht kapiert, was da lief. Denn jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesaja 53 ist das zukünftige Bekenntnis des geretteten Israels. Sie blicken auf das Kreuz zurück. Sie blicken auch auf diesen Karfreitag zurück. Und sie verstehen endlich, was da geschehen ist. Und wir verstehen, warum sich durch diesen Text so ein tragischer, trauriger Ton hindurchzieht. Und an manchen Stellen fast wie ein Aufschrei. Was haben wir getan? Wir hätten es wissen können. Wir hätten es wissen müssen. Wir haben uns gegen Gott gestellt. Wie konnten wir Jesaja 53 ignorieren? Wie konnten wir in unseren Synagogen durchsetzen, dass der wichtigste Text nicht gelesen werden darf? Warum diese Zensur? Und wenn Ihnen die Einsicht kommt, dass Ihre Vorfahren, die Jesus abgelehnt haben, verloren sind. Und doch werden Sie zugleich glücklich und beschämt sein, dass der Herr sich trotz unserer Schuldgeschichte doch noch über uns erbarmt hat. Und Sie werden endlich Ihren Volksgenossen Paulus verstehen, dass der gesagt hat, alles, was vor Jesus war in meinem Leben, erachte ich für Dreck, verglichen mit dem, was ich jetzt durch ihn völlig, völlig unverdient geschenkt bekommen habe. Jetzt werden Sie Paulus verstehen. Aber wissen Sie, was so schön ist? Heute schon. Heute schon erleben einzelne Israelis immer wieder dieses Wunder, dass sie Jesus finden. Und oft gebraucht Gott ausgerechnet unseren Steckbrief hier, der so unverdeckt von seinem eigenen Sohn spricht. Über meine persönliche Homepage können Sie in diesen Tagen einen Link finden von einem älteren, freundlichen Herrn, amerikanischer Jude, der uns erzählt, wie er zum Glauben kam. He found Messiah in the pages of his US Navy Tanakh. Also er hat bei der Navy diese hebräische Bibel bekommen und ich empfehle Ihnen sehr, sich das mal anzuschauen, wie dieser strahlende ältere Herr das erzählt, dass er als Kind einer jüdischen Familie in Philadelphia gelebt hat und auf ihrer Straßenseite waren die meisten Menschen jüdische amerikanische Staatsbürger und auf der gegenüberliegenden Seite, da waren die Christenfamilien und ab und zu hatte er Kontakt zu denen und ging auch zu den Pfadfindern dieser christlichen Gemeinde. Da hörte er dann von Jesus und Johannes dem Täufer, von diesen ganzen jüdischen Namen und so weiter. Und noch etwas war für ihn erstaunlich, er hat nämlich von dieser christlichen Pfadfindergruppe gelernt, wie man sich ein eigenes kleines Radio basteln konnte. Und das war der große Traum seiner 8 Jahre. Und dann bastelte er sich das Radio und hörte dann abends immer Sender. Und bei den Sendern waren eben auch so, wie das in den USA teilweise so ist, so christliche Botschaften, christliche Sendungen auf Kurzwelle. Und er hörte das. Er hörte von Jesus und von Paulus. Und das fasziniert ihn als kleinen Jungen. Aber dann wurde er in seiner jüdischen Gemeinde auf seine Bar Mitzwa vorbereitet, also auf die Konfirmation im Grunde genommen. Und sein Rabbi warnt ihn. Er sagt, glaub nie an Jesus, das ist gefährlich. Lies bloß nie das Neue Testament, das ist ein heidnisches Buch, hüte dich davor. Und das hat sich ihm tief eingeprägt. Und 1960 kam er dann zur Navy, zum ersten Mal weg von zu Hause. Und in der Anfangsphase mussten sie sich dann anstellen in einer langen Reihe und bekamen bei den verschiedenen Stationen neue Wäsche, ihre Uniform. Und bei der letzten Station wurden sie dann gefragt, jeder katholisch, protestantisch, jüdisch. Er sagte, warum das? Und er sagt, jüdisch. Und dann bekam er eine jüdische Bibel, also diesen Tanach, dieses Alte Testament, wie wir sagen. Mose, die Propheten und Psalmen und Sprüche und alles, was dazugehörte. Naja, und er wusste erstmal nicht, was er damit anfangen sollte. Er sagt, na gut, hilft's nichts, schad's nichts, ich nehme es erstmal mit. Und eines Tages spricht ihn dann ein Kamerad an und er sagt, hey, du bist doch jüdisch, hast du eine Bibel erhalten? Ja, sagt er, ja, dann schlag sie doch mal auf, Jesaja 53, schlag das doch mal auf. Und er macht das und er liest das. Und er wundert sich und er sagt, hey, das klingt ja wie bei den Jungs damals auf der anderen Straßenseite. Das klingt ja wie bei den Heiden. Diese Dinge, die ich da über Kurzwelle gehört habe im Radio, so klingt das. Hey, die haben das Buch verwechselt. Die haben mir aus Versehen ein neues Testament gegeben, vor dem mich mein Rabbi gewarnt hat. Hey, Junge, nimm das mal lieber an dich. Das ist die falsche Bibel, die haben das verwechselt. Und er sagte, nein, nein. Schau doch mal hin, hier steht Hebrew Publishing Company. Das ist schon deine Bibel. Das ist ein hebräisches Buch, das ist das Alte Testament. Und der Jude sagt, es ist unmöglich, das ist crazy. Was hat Jesus in meiner Bibel bitte schön zu suchen? Und der Kamerad sagte, du,
er ist dein Messias. Und er sagte, was, mein Messias? Und er kommentiert das, er sagt, ich war völlig geschockt. Und dann schlug ihm dieser Kamerad vor, pass mal auf, vergleich das doch einfach mal mit meinem Neuen Testament. Leg dein Altes Testament hin, Jesaja 53, und dann leg mein Neues Testament einfach mal daneben. Und er traute sich kaum, das Neue Testament zu lesen. Er sagt, ich fürchtete, vielleicht würde mich ein Blitzschlag treffen, wenn ich jetzt anfangen würde, das Neue Testament zu lesen. Aber dann beginnt er. Und er sagt, ich konnte nur staunen, wie jüdisch das Neue Testament ist. Ich hatte nie ein jüdischeres Buch gelesen als dieses Neue Testament. Und ich begann zu lesen und ich begann vorsichtig zu beten. Und je länger ich las, umso mehr merkte ich, wie schmutzig mein Herz war. Und dann eines Morgens früh um 3 in unserer Schlafbaracke, unter meiner Decke, las ich, wie so oft jetzt mit Taschenlampe, mein Neues Testament. Und ich betete, Herr, ewiger König, Yahweh, Jesus, ich bin hier und ich möchte an dich glauben. Ich bin hier und ich möchte an dich glauben. Und dann sagte er, an diesem 16. Mai 1961 fand ich zum Glauben an den Messias Jesus. Und das hat mein ganzes Leben verändert. Ja, es hat mein Leben völlig revolutioniert. Und selbst wenn ich der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt wäre, weiß ich, Jesus wäre doch trotzdem für mich gestorben. Und er fügt hinzu, und ich weiß ganz genau, wenn ich einmal sterben werde, dann werde ich für immer bei Jesus sein. Jesaja 53 hatte ihm den Himmel aufgeschlossen, unser Kapitel hier. Und wir können ganz getrost sein, wenn wir fragen, ja okay, jetzt wissen wir, dass dieser Gottesknecht die Juden retten wird, dass er Gottes angestammtes Volk ruft. Aber wir können ganz getrost sein, der Gottesknecht hat auch die Heiden im Blick. In dem Gottesknechtslied davor, das ist Jesaja 49, keine Sorge, ich lege das jetzt nicht ganz aus, ich zeige Ihnen nur einen Vers. Jesaja 49, Vers 6, das heißt es von dem gleichen Gottesknecht, dass Gott über ihn sagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Wir können also ganz getrost sein, der Gottesknecht ist auch für uns da. Und darum hat Gott diesen Steckbrief auch an unseren Straßen, auch bei dem, was wir sehen und betrachten können, aufgehängt, dass wir diesen Steckbrief auch lesen können. Und wenn du genau hinsiehst, dann wirst du in diesem Steckbrief Jesus entdecken, aber nicht nur Jesus, sondern auch dich selbst. Du wirst merken, das stimmt, was am Ende von Vers 2 steht. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Jesus hat uns nicht gefallen. Und du wirst merken, dass es stimmt, was am Ende von Vers 3 steht. Wir haben ihn für nichts geachtet. Auch du hast Jesus für nichts geachtet. Auch du hast ihn nicht angebetet und geehrt als den Sohn Gottes. Und dann wirst du weiterlesen und in diesem Steckbrief des Gottesknechtes dich wiederfinden in Vers 5. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und durchbohrt und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ja, das ist auch unser Porträt, was wir hier finden. Und wer das versteht, der weiß, ich habe nur eine einzige Chance. Ich habe nur eine einzige Chance, vor diesem heiligen Gott zu bestehen und gerettet zu werden. Und Paul Gerhardt hat das beschrieben in dem Lied vom Lamm, mit dem ich jetzt schließe, wo er dann in Strophe 6 sagt, weg mit den Schätzen dieser Welt und allem, was ihr wohlgefällt. Ich habe was Besseres gefunden. Mein großer Schatz, Herr Jesu Christ, ist dieses, was geflossen ist aus deines Leibes Wunden. Und damit sagt er, ich habe was Besseres gefunden als alles, was diese Welt mir bieten kann. Und das ist das Blut Jesu Christi, was für mich geflossen ist. Und dieses Blut ist ein Bild für das stellvertretende Opfer, das Jesus auch für dich und für mich gebracht hat. Und Paul Gerhardt weiß, wenn ich einmal vor Gottes Thron stehen werde und jeder von uns wird einmal dort stehen, dann werde ich dort nicht stehen als verdammter Sünder, wie ich es eigentlich verdient hätte, sondern ich werde dort stehen als jemand, der zur Braut Christi gehört. Ich werde dort stehen als jemand, den Jesus erlöst hat. Und dann schreibt er in dem letzten Vers, in der letzten Strophe, wenn endlich ich soll treten ein in deines Reiches Freuden, so soll dein Blut mein Purpur sein, ich will mich darein kleiden. Es soll sein meines Hauptes Kron, in welcher ich will vor den Thron des höchsten Vaters gehen. Und dir, Jesus, dem er mich anvertraut,
als eine wohlgeschmückte Braut an deiner Seite stehen. Das heißt, wenn dieser Tag kommt und wenn ich vor diesem heiligen Gott stehe, vor dem niemand von uns bestehen kann, ohne verdammt zu werden, dann werde ich dort stehen als einer, der zu Jesus gehört, der Teil seiner Brautgemeinde ist. Und das ist realistisch, das ist ganz gewiss, das wird so sein, weil es diesen Karfreitag gab, an dem Jesus für mich starb. Herr Jesus Christus, danke, dass es diesen Karfreitag gab. Danke, dass es diesen Tag gab, den niemand mehr in der Geschichte ausstreichen kann. Dass du, der heilige Sohn Gottes, gekommen bist, um dich über uns zu erbarmen und dass du dieses grauenvolle Leid, von dem wir auch hier lesen, freiwillig auf dich genommen hast, um die Schuld zu sühnen, die wir mit unserem verwirkten Leben nicht mehr entsühnen können, um die Strafe zu bezahlen, die uns in die Hölle geworfen hätte. Hab Dank dafür, Herr, und hilf, dass in unserem Herzen eine solche Beschämung und Freude auslöst, wie wir das auch in diesem Lied gefunden haben, dass wir niemals aufhören zu staunen und zu danken. Und lass es bitte geschehen, dass noch viele unserer Zeitgenossen dich finden. Und gib uns als deiner Gemeinde und als Einzelnen den Mut, diese wichtigste Nachricht der Weltgeschichte, diesen wichtigsten Steckbrief, der jemals geschrieben wurde, bekannt zu machen in unserem Umfeld. Und lass es bitte geschehen, Herr, dass wenn Menschen dieses hören, die noch nicht auf deine Seite getreten sind, die noch nicht zu dieser Brautgemeinde gehören, die noch nicht dich, Jesus, als den Retter angerufen haben, dass sie endlich erkennen, wie sehr sie dich brauchen und dass deine Liebe ausreicht, um auch sie zu retten. Wir danken dir, dass du so großzügig und so gnädig zu uns bist. Und wir beten dich an, du lieber guter Herr. Amen. Und jetzt verabschieden wir uns von denen, die diesen Gottesdienst auf diesem Wege mitbekommen haben. Wir laden sehr herzlich ein zum Ostersonntag, also übermorgen schon. Und dann werden wir staunen über den Sieg des Lebens und darüber, dass der Lockdown des Todes am Ende chancenlos bleibt. Bis dahin, Gott befohlen. Und wir wollen jetzt